Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu André Panzers Kickboxing auf dem TurboGrafx 16. Das ist eine Konsole, die nur in Nordamerika erschienen ist. Sie ist auch in Japan erschienen und lief dort unter dem Namen PC Engine. Wie gesagt, bei uns nie erschienen. Dafür ist aber dieses Spiel hier bei uns erschienen. Ich kenne es noch damals vom Amiga, habe es dort damals sehr ausführlich gezockt und wir schauen uns jetzt halt mal die TurboGrafx 16 Version an. Worum geht's? Der Name verrät es, glaube ich, schon. Es geht hier um Kickboxing. Man kann zwischen verschiedenen Gegnern auswählen. Hier haben wir zum Beispiel Ted Small, das ist der schlechteste Gegner im Spiel. Carlo Welles und so weiter und so hoch. Bis zum Namensgeber André Panzer. Ein französischer Kickboxer, mittlerweile, glaube ich, schon in den 50ern oder 60ern. Ob der immer noch Kickbox, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, damals muss der wohl ein richtig toller Hecht gewesen sein, wenn er schon ein eigenes Computerspiel bekommt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal einen Kampf an. Wir sind hier Boxer A, der Linke, der so nett und dynamisch reinschaut, und wir kämpfen mal gegen Ted Small. Die Steuerung ist recht simpel. Links, rechts bewegt sich unser Boxer, und wenn man dann in verschiedene Richtungen drückt, dann macht er halt die verschiedensten Moves. Ja? Die Lebensenergie sieht man jeweils oben, dort wo die Lampen sind. Und wenn da die Lampen ausgehen, ja, dann gehen sie wirklich aus, dann ist der Kampf nämlich vorbei. Ja, und dieser Ted Small ist vielleicht nicht der Beste, ne? Aber, ja, jetzt tritt er uns auch noch im Boden und tritt nach. Ist vielleicht nicht der beste Boxer im Spiel. Oh. Aber der haut kräftig zu. Dann gibt es natürlich so Lucky Punches wie wir gerade. Da treffen wir ihn dann. Und dann kann auch schon mal sein, dass da so zwei, drei Lichter gleichzeitig ausgehen. Das bringt jetzt ein wenig meinen Plan durcheinander, denn ich habe natürlich noch einen Boxer oder schon einen Boxer vorbereitet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir diesen Kampf hier verlieren, um euch dann unseren Boxer zu zeigen, den ich schon ein wenig trainiert habe. Denn ja, man kann in diesem Spiel auch trainieren. So, aber das sieht ja, glaube ich, ganz gut aus, auch wenn wir schon die Hälfte unserer Lebensenergie verloren haben. Wie gesagt, oben links sind unsere Lampen, oben rechts sind die Lampen von Ted Small. Aber... Ah, diesen Kick mag ich am liebsten. Einfach nach rechts unten drücken. Also einen großen Ausfallschritt. Bam! Wie gesagt, ich habe es damals viel auf dem Amiga gezockt. Grafisch tut sich hier nicht viel zwischen den Versionen. Wohl, vielleicht gefällt mir diese Version ja sogar noch ein bisschen besser. Ah, hat er uns jetzt. Die Mistbiene hier. Und ist klar, in solchen Kämpfen hier gegen Ted Small, die will keiner sehen, deswegen sitzt auch jemand, kaum jemand in der Halle. Jetzt liegen wir mal am Boden. Aber wenn man gleich, oder wenn man später, das sage ich auch noch, gegen bessere Boxer angetritt, dann ist die Halle auch schon ganz schön voll. Ja, und jetzt haben wir doch verloren. Kann ich machen, was ich will. Unsere Energie regeneriert sich hier nicht. Ja, schade. Kampf verloren. Ich zeige euch mal kurz das Training, wie das funktioniert. Das funktioniert wie folgt. Man haut einfach nur auf den Button. Wir trainieren jetzt unsere Widerstandsfähigkeit. Das seht ihr, die ist im Moment bei 20%. Und das muss man jetzt 30 Sekunden lang machen. Hier war die Amiga-Version allerdings besser, denn da hatte man verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Um hier den Widerstand zu trainieren, also das Resistant, musste man Seilspringen machen, mit dem Joystick nach links und rechts. Und um jetzt die Stärke zu trainieren, muss man hier wieder nur auf den Buttons drücken. Naja, muss ich vielleicht mal ein bisschen schneller drauf drücken. Ja, passiert nichts. Muss man einfach nur auf den Button drücken, und bei der Amiga-Version musste man Gewicht heben, genau. Und hier geht es jeweils nur um die Reaktion. Das Trainieren der Reflexe. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Diese Pinüppels, die sich da oben lösen, in der Mitte, oben und unten, muss man dann einfach nur durch die Richtung bestimmen. Das heißt, wenn jetzt der Pinüppel in der Mitte rauskommt, drückt man nach links. Wenn der Pinüppel oben rauskommt, machen wir gleich nochmal. Wenn der Pinüppel oben rauskommt, drückt man nach oben. Der Pinüppel unten. Hier können wir ja mal sagen, ob Pinüppel das richtige Wort ist. Und dann drückt man nach unten und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Außer natürlich jetzt hier dieses Button-Smashing, das ist nicht so schwer. Ich
Wie gesagt, dieses Training war in der Amiga-Version besser gelöst durch Seilspringen. Warum der jetzt hier nicht zutritt, das weiß ich nicht. Normalerweise, komm schon, tritt den Pinüppel. Ja, dann halt nicht. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Den haben wir getroffen, jawohl. Den haben wir verpasst. Ja, getroffen. Ja, komm schon, komm schon. Ja, Mensch. Tritt den Penüppel. Ja. Aber immerhin die Reflexe um 1% gesteigert. Naja, ich mach mal einen kurzen Cut und melde mich dann gleich wieder mit dem Boxer, den ich schon ein wenig trainiert habe. Bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück. Ihr seht das, links unser Boxer MS Standard, den habe ich schon ein wenig trainiert. Schauen wir uns mal kurz die physikalischen Werte an. Ja, jetzt geht er direkt in den Demo-Modus. Nein, das wollte ich nicht. Geh da bitte wieder raus. Hier nicht einfach selbstständig kämpfen, das wollen wir nicht. Die physikalischen Werte kann man sich ansehen. Und da seht ihr, der Widerstand ist schon bei 98%, unsere Stärke bei 79% und Reflexe 69%. Wie gesagt, dieses Pinüppeltraining ist gar nicht so einfach. Wir können uns mal kurz die Titel anschauen. Ihr seht ja schon, dass ich sogar ein bisschen Preisgeld gewonnen habe. $475.000. Und hier sieht man die verschiedenen Titel, die man gewinnen kann. Davon habe ich zum Beispiel jetzt schon diesen Titel unten links gewonnen. Das war der Titel von hier Carlo Velez. Der hat jetzt unseren Titel und wir haben dafür seinen Titel. Ja, so ist das nun mal. Aber ich schaue euch nochmal kurz, oder ich zeige euch nochmal kurz einen Kampf gegen Zed Small. Sehen wir jetzt mal richtig was vor dem Map Club. Auf geht's. Die letzten Instruktionen vom Ringrichter. Oh, oh. Ja, aber nicht daneben treten. Ja, bam. Ja, da seht ihr das. Soweit man einen einigermaßen trainierten Kämpfer hat, hauen die auch ganz schön zu. Junge, werde ich nicht. Ich gewinne doch eh. Hoffe ich. Sonst ist mein Titel weg. Nee. Komm, ich will dich in der ersten Runde erledigen. Los, fall um! Fall um! Ja, einfach stehen bleiben, nichts tun, ist natürlich nicht so clever von mir. So. Na, 3 Sekunden noch übrig in der Runde. Weiß ich nicht, ob wir den jetzt noch umhauen können. Vielleicht noch einen kurzen Tritt. Ja, da haben wir ihn noch erwischt. Mit 1 Sekunde Restzeit. Und da feiern wir auch schon schön im Spagat. Tut mir schon beim Hinsehen weh. Aua, aua, aua. Ja, haben wir gewonnen. Mit dem Titel können wir natürlich nichts anfangen und ich würde mal sagen, wir tun uns jetzt mal einen etwas stärkeren Gegner aus und dann seht ihr auch mal, wie die Halle gut gefüllt ist. Bear Foley, was kann der so? Oh, der ist natürlich sehr widerstandsfähig. Der ist in etwa in unserer Stärke, oder? Ja. Na, kämpfen wir einfach mal gegen den hier. Ja, das interessiert die Zuschauer dann immer noch nicht. Ey! Was erlaubst du dir? Na, geht doch. Bear Foley, was ist das für ein Name? Dann dreh dich jetzt mal um. Los, fall hin. Oh, was war das für ein Move von ihm? Ist ja wohl bekloppt, wa? Tut doch weh. Na, leg dich nochmal schlafen. Leg dich nochmal schlafen. Und jetzt leg dich endgültig schlafen. Ey, es fällt dir rein. Los, fall um. Na gut. Machen wir halt in der zweiten Runde fertig. Energie lädt sich natürlich wieder ein bisschen auf in der Rundenpause. Das kennt man natürlich aus anderen Spielen.
der ist wirklich widerstandsfähig. Ach, wenn er nicht umfallen will. Was machen wir denn da? Na, geht doch! Aber immer noch Restenergie. Nee. Vielleicht noch einmal ins Gesicht treten? Bin ich für. Ja, es reicht aber immer noch nicht. Wie viele Sekunden haben wir noch? 9 Sekunden noch. Och, darf doch nicht wahr sein. Hey Ringrichter, komm hier, totale Überlegenheit. Abbrechen bitte. Ja, das hast du jetzt davon. Jetzt liegt er da. Ja, und wieder gewonnen. Damit haben wir den nächsten Titel gewonnen. Das ist ein schicker Pokal, oder? Wo stehen wir denn? Ja genau, jetzt haben wir sogar schon zwei Titel. Jawohl. Haben sie eigentlich unsere Werte verändert? Nee, die haben sich nicht verändert. Normalerweise, wenn man einen Kampf gewinnt, verändern sich die Werte nach oben. Genauso wie sich die Werte nach unten verändern, wenn man einen Kampf verliert. Aber ja gut, suchen wir vielleicht noch einen anderen Gegner mal aus. TJ Panther, der sieht doch aus hier wie aus Rocky 1. Wie ist der nochmal? Apollo Creed, oder? Der sieht genau aus wie Apollo Creed. Der macht jetzt Kickboxen. Na ja gut, jetzt kämpfen wir mal gegen den. Der ist uns von den Werten hier zumindest von den Reflexen überlegen. Jetzt will ich doch mal hoffen, dass da jetzt ein bisschen was los ist im Publikum. Ja, geht doch. Ausverkauftes Haus. Und super Stimmung. Jetzt tritt er mich einfach. Leg dich hin. Ja, toll. Ich treffe den aber auch nicht richtig. Na. Los, ich leg die auch mal hin. Ja, sag ich doch. Oh. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was passiert, wenn nach 10 Runden Schluss ist. Ringrichter gibt es hier, glaube ich, nicht. Wie genau dann der Computer entscheidet, keine Ahnung. Soweit kommt man ja selten, dass sich meistens die Gegner oder man selber dann auf dem Ringboden liegt. Ja, toll. Das ist nicht gut. Nur noch eine halbe Lampe. Die wird sich jetzt ein bisschen auffüllen. Ja gut, aber wir sind trotzdem von der Energie noch hinten. Ja gut. Verdammt. Nein! Oh. Ja. Luftlöcher schlagen ist natürlich super. Das hilft uns nicht so sehr wie ihm. Entschuldigt, liebe Zuschauer, ich muss mich ein wenig konzentrieren hier. Ich meine, dass ich Unsinn erzähle, das wisst ihr ja. Das ist ja nichts Neues. Ah, Gott. Ja, was machen sie jetzt? Showboxen hier oder was? Spannender Kampf. Ja klar, er trifft ich nicht. Tritt ihn doch. Ich hasse es, wenn die beiden die Seite wechseln. Ich komme, wenn ich rechts stehe, gar nicht klar. Da muss man nämlich die komplette Steuerung überdenken.
jetzt wird's mal langsam Zeit, dass du dich hinlegst. Damn it. Ja! Aber gefährlich, gefährlich, es reicht noch nicht. Mann, 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 jetzt schon die vierte Runde, du. Jetzt sind wir energiemäßig zumindest gleich auf. Was für eine Spannung hier, liebe Zuschauer. Das erlebt ihr nur bei mir auf dem Kanal. Sport vom Feinsten. Ey! Ja, das war mein Treffer. Das war sein Treffer. Das war wieder sein Treffer. Hallo! So. Ein bisschen den Faden verloren jetzt. Ja, toll. Da jubeln die Zuschauer schon im Hintergrund, bevor ich überhaupt am Boden liege. Ah, verdammt. Ja, das war's. Ja, freu dich doch. Pack dir ein Eis oder so. Blöd, Mann. Ja, da haben sich unsere Werte ja wieder deutlich nach unten verändert. Widerstand direkt 10% verloren. Naja. Gut, muss ich halt noch ein bisschen trainieren. Aber für Demonstrationszwecke reicht es, glaube ich. Damit habe ich euch André Panzers Kickboxing mal gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir jetzt den letzten Kampf verloren haben. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.